Hallo ihr Lieben, Flaschengärten sind ein Megatrend und Pflanzen, mit denen das ganz besonders gut klappt, sind fleischfressende Pflanzen oder auch Karnivoren genannt. Und das liegt daran, dass hier, wie ihr seht, in so einem Flaschengarten eben besonders feuchtes und warmes Klima herrscht. Und das ist besonders gut, weil eben die fleischfressenden Pflanzen in der Natur genau dort vorkommen. Und wie ihr jetzt so einen Flaschengarten selber basteln könnt, das zeige ich euch heute. An sich ziemlich einfach, aber es gibt ein paar Dinge, auf die ihr achten müsst, also unbedingt dranbleiben. Als erstes zeige ich euch jetzt mal, was ihr alles braucht für euren Flaschengarten. Und es fängt natürlich an, dass ihr erstmal ein Gefäß benötigt. Das ist tatsächlich ein altes Glas, wo man Gurken einlegen kann, was natürlich besonders schön aussieht. Man kann auch Pflanzenterrarien verwenden. Da kann man die Luftzufuhr regulieren, was natürlich sehr praktisch ist. Aber oft sieht es natürlich schöner aus, ein Glasgefäß zu verwenden. Da müsst ihr dann bei der Pflege noch ein bisschen was beachten, aber das erzähle ich euch gleich. Dann ein ganz, ganz wichtiger Punkt: bei der Erde keine normale Blumenerde verwenden, sondern eben spezielles Substrat für Karnivoren, also fleischfressende Pflanzen. Das liegt daran, ich habe ja schon erzählt, dass fleischfressende Pflanzen es eben besonders warm und auch feucht mögen und genau diesen Anspruch stellen sie eben auch an ihre Erde. Das heißt, dass dieses Substrat halt eben besonders nährstoffarm ist, besonders feucht und schön Wasser speichert und das ist wirklich besonders wichtig. Als nächstes braucht ihr natürlich eure Auswahl an verschiedenen fleischfressenden Pflanzen. Da könnt ihr vorher ein bisschen darauf achten, dass die halt eben hübsch zusammen aussehen und ungefähr die gleichen Pflegeansprüche haben. Auch ein guter Punkt ist, dass ihr lebendes Moos verwendet. Das speichert eben auch Wasser und sorgt eben für ein gutes Klima im Flaschengarten. Und am Ende braucht ihr natürlich noch Pflanzton und Steine und weitere Deko-Elemente, die ihr verwenden möchtet. Ja, jetzt legen wir auch schon los und ich schnapp mir mal mein Gefäß, nehme jetzt den Deckel ab und der erste Schritt ist jetzt, dass wir eben diesen Pflanzton hier einfügen. Das ist ganz wichtig, weil der Pflanzton sozusagen die Drainageschicht bildet, also dass das Wasser abfließen kann und unsere Pflänzchen nicht komplett nasse Füße haben, auch wenn sie ja eigentlich ein feuchtes Klima sehr mögen. So, jetzt schütte ich das mal hier vorsichtig rein. So, jetzt habe ich den Pflanzton eingefüllt und es ist recht wichtig, dass ihr darauf achtet, dass es ungefähr so bei dem Gefäß jetzt ungefähr wahrscheinlich so 6-7 cm tiefe Schicht ist. Und jetzt packen wir die nächste Schicht drauf. Das ist eben die spezielle Karnivorenerde. Da schütte ich jetzt auch gleich mal ein bisschen rein. Ich habe euch ja schon erklärt, warum die so wichtig ist. Und locker die jetzt hier schon mal so ein bisschen an und werde noch bisschen mehr dazu schütten und auch gleich, wenn wir die Pflanzen einsetzen, können wir die Pflanzenzwischenräume auf jeden Fall auch noch mit der Erde ausstatten. Es geht jetzt einfach erstmal darum, so eine grobe Fläche zu haben und jetzt schnappe ich mir eben die verschiedenen Pflanzen. Das hier ist ein Typ für eine bestimmte Schlauchpflanze und ganz, ganz wichtig bei Karnivoren, ihr dürft die nicht zu brutal mit ihnen sein. Also ihr müsst ganz sanft sein, weil sie ein super zartes Wurzelwerk haben. Und da müsst ihr wirklich sehr aufpassen. Deswegen nehme ich die jetzt mal hier ganz vorsichtig raus. Und buddel ihr so ein kleines Löchlein an die Stelle, an die sie kommen soll. Und setzt sie hier wirklich auch sehr vorsichtig erstmal ein. Und so verfahre ich jetzt praktisch mit allen anderen. Hier haben wir eine Venusfliegenfalle, die ist auch besonders fragil. Also hier wirklich sehr aufpassen, wenn ihr die Pflanzen rauslöst aus dem Topf. Ihr könnt auch die alte Erde teilweise ein bisschen abmachen. Wenn das nicht so gut funktioniert, dann einfach lassen, lieber ein bisschen mehr Erde mit reinbringen, als die Wurzelchen zu verletzen. Puppel das hier jetzt mal ganz fein ab, was einfach von alleine schon abfällt. So, und setze sie eben auch ein, ganz vorsichtig, so, und so gehe ich jetzt auch hier mit dieser Schlauchpflanze vor, die ein bisschen rötlich gefärbt ist, was auch natürlich hilft, also hier sieht man mal, wie fragil das Wurzelgeflecht ist, und setze die an den dritten kleinen Platz noch ein. Und eigentlich ist das Glas jetzt schon ganz voll, das heißt die vierte Venusfliegenfalle würde ich jetzt gar nicht verwenden, weil es sonst einfach wirklich zu eng wird. Und jetzt nehme ich noch ein bisschen von der Karnivorenerde und drücke die um die freien Stellen ganz vorsichtig drumherum. Aber wie gesagt, wir arbeiten hier ganz sachte.
So, wenn das jetzt grob passt, dann ist es an der Zeit, eben euer Moos zu schnappen. Ich fange jetzt mal hier an. Ich habe gar nicht so viele freie Lücken und ganz oft zerfällt das Moos auch an sich schon relativ leicht. Und das kann man jetzt an die freien Lücken, die man hier in seinem Flaschengarten hat, einfach reinsetzen, reintrapieren und auch nur ganz sachte erstmal andrücken. Das sorgt eben dafür, dass es dann auch wirklich ein schöner, feuchter Flaschengarten wird. Ich glaube, hier brauche ich noch ein Stück. So, jetzt kommen wir noch zu einem Punkt, den ihr euch auf jeden Fall merken solltet bei so einem Flaschengarten, und zwar sowohl das Moos als auch die fleischfressenden Pflanzen freuen sich darüber, wenn ihr kein kalkreiches Wasser verwendet aus dem Wasserhahn, sondern wenn ihr Regenwasser nehmt, wenn ihr das zur Verfügung habt, oder einfach stilles Mineralwasser. Das habe ich jetzt hier in meine Sprühflasche reingefüllt und jetzt werde ich das alles mal so schön leicht anfeuchten, damit sich die Karnivoren auch gleich richtig wohlfühlen. So, und der letzte Schritt ist jetzt, dass ihr eben, wir haben hier einfach so Natursteine genommen, die wir gesammelt haben, und jetzt einfach noch die Stellen, so wie ihr wollt, einfach verziert. Das ist kein Muss, ihr könnt auch andere Materialien verwenden. Das ist wirklich ganz nach Geschmack. Und dann ist euer Flaschengarten eigentlich auch schon fertig. Dann zum Schluss wie immer, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, teilt eure Tipps und Erfahrungen gerne in den Kommentaren und folgt auf jeden Fall unserem Kanal hier, also abonniert ihn auf YouTube, dann verpasst ihr auch keines von unseren neuen Videos, und da sind in nächster Zeit ein paar spannende Bastelvideos am Start. Also vielen Dank euch fürs Zuschauen und bis bald!